wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ja, heute vlogge ich mal am Abend. Es ist noch nicht so dunkel draußen aus, aber es ist schon sehr, sehr spät. Aus gegebenem Anlass. Ja, und zwar passiert jetzt gleich etwas ganz, ganz Tolles. Seit der Quarantänezeit können wir ja nicht mehr ausgehen, wir können nicht mehr essen gehen. Und eins meiner liebsten Restaurants, eins der besten oder das beste China-Restaurant überhaupt in Hamburg, in ganz Deutschland, hatte bis jetzt auch zu. Also es hatte komplett zu. Ich war so traurig, ich war jeden Tag auf dieser Webseite und habe nachgeschaut, wann es endlich wieder losgeht und warum sie geschlossen hatten. Ich habe mir so große Sorgen gemacht und jetzt hatten sie auf der Webseite stehen, dass sie jetzt einen Lieferservice anbieten und auch einen Abholservice. Und diese Chance habe ich direkt genutzt. Ich habe eine riesige Bestellung aufgegeben und Justus ist gerade losgefahren, um alles abzuholen. Ich bin sehr aufgeregt. Ich freue mich so sehr auf diesen Tag schon seit gestern. Ich konnte nicht schlafen, weil ich so großen Hunger hatte. Übrigens habe ich heute eine, nennt man das, Messi-Dutt. Einen Messi-Dutt. Falls ich aussehe wie eine Vogelscheuche oder wie ein Vogelnest auf dem Kopf, dann weißt du Bescheid, ich hatte heute wieder keine Lust auf Haare, deshalb einfach alles hochgeknüdelt. Also die Kinder sind jetzt gerade noch draußen in ihrem Haus. Hast du das schon mitbekommen? Habe ich ja schon erzählt. Wir haben den Kindern nämlich ein eigenes Haus gekauft. Neben dem Baumhaus, was sie jetzt schon im Garten rumstehen haben da oben, haben sie jetzt nochmal ein Haus bekommen, nur für sich alleine. Das haben sie auch schon richtig schön eingerichtet und so. Ich glaube, das Video von den Kindern ist auch schon online. Ich verlinke dir das sonst einmal. Das kannst du dir einmal anschauen, wie hübsch das aussieht. Sie sind da super gerne drin, verbringen ganz, ganz viel Zeit dort. Justus und ich haben nämlich auch gesagt, ihr könnt dort machen, was ihr wollt. Mami und Papi dürfen dort nicht rein. Das ist Kinderclubhaus. Ja, das finden sie ganz toll. Ich weiß wirklich nicht, was da drin ist. Ich denke mal, sie haben dort sehr viele Naschis gebunkert und weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich laufe hier die ganze Zeit rum wie so ein aufgeschwächtes Huhn. Ich bin so aufgeregt, du glaubst es nicht. Ich habe zu viel bestellt, das weiß ich ja schon. Ich habe viel zu viel bestellt. Übrigens ist das auch ein China-Restaurant, was sehr authentisch kocht. Also falls du beim China-Restaurant immer nur irgendwie gebratenen Reis, gebratene Nudeln, Hähnchen süß-sauer und ich weiß nicht, was so typische China-Restaurant-Gerichte sind. Sowas kriegst du da auch, aber du kriegst da noch sehr viel mehr und wirklich leckere Sachen. Ich habe heute so tolle Sachen bestellt, die werde ich dir gleich alle zeigen. Peking-Ente habe ich dort auch bestellt. Ich habe Hot Pot bestellt. Das Gute war, ich habe da angerufen. Der Chef kennt mich da schon, sind übrigens alles super nette Leute. Die Chefs sind super nett, die Kellner sind so nett, die Köche sind so nett. Ich grüße auch immer die Köche, das ist nämlich so eine offene Küche. Normalerweise gibt es da Buffet und im Buffet gibt es schon so viele Sachen, da kann man sich voll futtern. Oh mein Gott, du merkst, ich rede wieder über Essen und wenn es ums Essen geht, ne, dann... Oh, ich weiß nicht, warum bin ich eigentlich so verfressen? Warum liebe ich Essen eigentlich so sehr? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt einmal den Tisch schon decken. Ich habe ja heute Hotpot bestellt, ich weiß auch nicht, wie ich das mache, weil ich habe ja gar nicht so ein Hotpot-Ding, womit ich das jetzt so direkt am Tisch machen kann. Deshalb habe ich überlegt, ob ich einfach meinen Hotpot direkt hier in der Küche fertig mache. Sind ja die ganzen Zutaten mit dabei, die werden auch gleich mitgeliefert. Ja, und dann kann ich mir das hier fertig machen und dann kann ich das am Tisch einfach essen. Stimmt, ich habe dich ja schon einmal zum Essen mitgenommen, das war ja zum Koreaner. Also neben dem Koreaner und diesem Chinesen gibt es keine besseren, authentischeren Asia-Restaurants. Und ich habe schon so viel ausprobiert. Alle, die es eigentlich so gibt, hier so in der Umgebung, habe ich ausprobiert. Und immer wieder dieser Chinese. Ich werde dir mal die Adresse unten verlinken. Falls du Hunger bekommst heute, dann kannst du da ja vielleicht bestellen, wenn du möchtest. Achso, die haben da übrigens auch Edamame. Falls du das mal ausprobieren möchtest, kannst du dir dort Edamame bestellen. Und das kriegst du dann gleich in so einem Riesenpott. Also kriegst sehr, sehr viel davon. Das sind große Portionen, die sie da immer haben. Davon wird man satt. Ich habe schon Justus gesagt, dass er mindestens einen Korb mitnehmen muss, weil ich so viel bestellt habe. Ich werde auf jeden Fall die nächsten Tage noch davon essen können. Peking-Ente hast du ja schon mal gesehen, wie das funktioniert mit Original-Peking-Ente, also mit dem Teig und so. Und wir machen das ja auch selber zu Hause, aber du siehst das heute
nochmal in Perfektion. Denn die haben auch extra gefragt, wollen sie die Peking-Ente schon fertig geschnitten? Habe ich gesagt, ja, natürlich, ich möchte sie schon fertig geschnitten. Ich glaube, bis wir zu Hause hier das so schön fein geschnitten haben, dauert das auch nochmal ewig. Erzähl mir mal, was du am liebsten isst. Welcher Nationalität und ob du auch ein Lieblingsrestaurant hast. Vielleicht kann man sich hier so ein bisschen austauschen, das würde mich total freuen. Wer ist denn noch so essensverrückt? Das bin doch nicht nur ich, oder? Ich glaube, bestimmt noch mehr Menschen da draußen, die richtige Gourmets sind, die das Essen zelebrieren und nicht nur als Nahrungsaufnahme sehen, sondern als Hobby, als Erlebnis, als Geschmackserlebnis-Explosion. Na, Cookie? Jetzt haben übrigens ganz viele gefragt, warum Cookie nicht raus darf. Also natürlich darf Cookie raus. Aber Cookie geht nicht raus, ne? Cookie Maus? Cookie Maus hat kein Interesse. Du siehst es ja, also die Terrassentür ist immer auf. Da gehen die Katzen rein und raus. Die Kinder gehen auch rein und raus. Nur die Cookie, die geht nicht rein und raus. Die bleibt einfach drin. Es war ja schon Anfang an so ein bisschen die schüchternere Katze. Ein bisschen ängstlich. Das ist sie nach wie vor. Sie hat sich auch schon zweimal rausgetraut, aber immer nur so ein Stückchen. Und dann ist sie ganz aufgeregt und ängstlich. Das sieht man auch immer an dieser Körperhaltung. Und dann ist sie auch direkt wieder reingeflitzt und musste sich dann erstmal ganz doll erholen von diesem Schock. Ja, für sie sind das einfach viel zu viele Reize da draußen. So ein bisschen wie am Anfang, als Loki sich rausgetraut hatte. Das war für ihn auch totale Überreizung. Er konnte dann nicht länger draußen bleiben als irgendwie ein, zwei Minuten. Dann musste er sofort wieder rein. Und dann hat er erstmal geschlafen den ganzen Tag. Ja, ich weiß nicht, ob Cookie nochmal irgendwann gerne rausgehen wird. Die Möglichkeit ist da. Die Türen sind offen. Aber an uns liegt es nicht. Also wir verbieten hier nicht irgendwie Cookie das Rausgehen. Das haben, glaube ich, manche gedacht. Nee, aber sie möchte es einfach nicht. Ich decke mir auch noch Stäbchen. Und ja, für meine Soße, weil Hot Pot, das isst man mit einer richtig leckeren Erdnusssoße. Das kommt dann immer hier rein. Heute zeige ich dir, glaube ich, zum ersten Mal, wie man Hot Pot isst, oder? Jetzt müssen wir abwarten. Ich werde mal kurz schauen, wo Justus gerade ist. Ich hatte auch gestern mit Justus darüber gesprochen, dass ich mir so Sorgen mache um das China-Restaurant, dass es denen auch gut geht, dass es den Geschäftsführern gut geht, dass es den Kellnern gut geht, dass es den Kochs gut geht, die Köche. Kochs? Habe ich gerade Kochs gesagt? Dass es den Köchen auch gut geht, weil die sind alle so nett. Ja, aber wenn sie zu haben, dann verdienen sie ja logischerweise gerade kein Geld. Und deshalb versuche ich sie zu unterstützen. Ich möchte dort selber bestellen. Ich möchte, dass vielleicht ein paar aus der Community dort bestellen, wenn du Lust hast auf richtig leckeres chinesisches Essen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist wirklich lecker. Ich kann es absolut empfehlen. Und ja, es würde mich total freuen, wenn auf jeden Fall dieses Restaurant bestehen bleibt, dass sie keine Schwierigkeiten haben. Das sind wirklich so nette Menschen, die mir so am Herzen liegen, obwohl ich sie gar nicht kenne persönlich, aber ihr Essen ist so lecker. Okay, mal gucken, wo ist Justus? Ich glaube, er ist schon da. Ja, er ist schon da. Achso, viele haben auch gefragt, mit welcher App ich denn immer den Justus tracke. Es ist die ganz normale iPhone-Suche, heißt das, glaube ich, oder? Wo ist App? So heißt die. Das hat ja jeder automatisch direkt auf dem iPhone. Und dann kann man eigentlich jeden sehen, der sich auch, glaube ich, über dieselbe Apple-ID anmeldet. Und das ist übrigens auch kein Problem für Justus. Das haben auch ein paar gefragt, beziehungsweise angemerkt, dass sie das nicht in Ordnung finden, dass ich meinen Mann tracke. Aber das ist ja für uns kein Problem. Für ihn ist es kein Problem. Für mich ist es einfach nur, dass ich mal schaue, wo ist er gerade? Ist er schon angekommen? Zum Beispiel so wie jetzt? Ist alles in Ordnung? Das ist jetzt keine Überwachung oder nichts Böswilliges oder so, sondern einfach nur eine Information für mich und auch für ihn. Er kann ja auch sehen, wo ich bin. Ja, von daher ist es für uns absolut in Ordnung. Und ich kann es auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wenn es für den Ehepartner nicht in Ordnung wäre, weil für manche aus der Community wäre das wohl ja, Eingriff in die Privatsphäre oder irgendwie ganz, ganz schlimm. Kannst mir gerne nochmal deine Meinung dazu sagen, wie du das findest, dass ich jetzt sehen kann, wo Justus gerade ist, ob er schon angekommen ist bei meinem China-Restaurant zum Beispiel. Wir machen das schon immer so. Es war jetzt auch nie groß ein Thema, was man diskutieren musste bei uns. Oh, ich glaube, wir sind einfach so ein bisschen
sowieso anders als andere Paare und einfach auch ja, so unkompliziert. Und das liebe ich einfach auch total an unserer Ehe, dass er mich versteht, dass ich ihn verstehe, dass es alles so auf einer Wellenlänge ist und keiner den anderen irgendwie was Böses nachdenkt, nachsagt oder, ach, ich weiß nicht, du weißt, was ich meine, oder? Er ist so kleine Augen, Cookie. Es ist so hell hier. Guck mal aus. Getränke! Wasser habe ich eben schon gemacht. Mal ab in den Kühlschrank, damit es schön gekühlt ist. Bitterlemon. Was haben wir noch? Kiba. Guck mal, was im richtigen Restaurant. Ich habe hier ein großes Angebot. Hier noch ein Bananensaft, das ist noch nicht angebraucht. Das kam wieder zurück. Apfelsaft. Das reicht. Ich habe schon gesagt, ich werde heute so lange essen. Ich werde bis in die Nacht essen. Ich werde noch am Morgen früh essen. Ich werde die ganze Zeit essen. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Mein schönes Restaurant endlich wieder offen. Johann! Clara, Elisa! Guck mal, was auch interessant ist. Ja? Der Papa ist wieder da. Juhu. Wenn ein Auto einfährt, dann kommt Loki direkt rein. Der mag das nämlich auch nicht. Das ist ihm viel zu gruselig. Papa ist wieder da. Zieh schnell mal das Latschen an. Ich hab schon gedeckt. Achso, kannst du noch die Getränke rüber tun? Die habe ich schon da neben dem Justus! Und? Oh! Was mitgebracht gegeben hat. Ach, cool! Das hast du jetzt ausgeliehen? Ja. Das ist für den Hot Pot. Oh, das ist ja süß, lieb. Oh, sogar zwei Flaschen. Oh, wie cool. Dein Lieblingskoch war auch da. Mein Lieblingskoch war da? Das will ich nicht sagen. Warum? Aber doch, natürlich. Nein, das. Also dein Lieblingskoch war auch da. Ja, hast du gegrüßt? Der, ja. Oh Mensch, ich mache mir so Sorgen um die alle. Okay. Oh, wie süß. Was haben die gemacht? Oh mein Gott. Ja, und die haben auch so eine Geschichte mitgegeben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Ich mach das schon. Das ist aber, das viel Kakao. Ja, genau. Ja, das ist wirklich ganz schön viel, ne? Oh mein Gott. Elisa? Achso, ich dachte gerade, sie ist barfuß. Ach, da ist meine Brühe drin. Ja. Ach genau, das hat er mir gesagt, dass ich da nur noch Wasser reinfüllen muss. Das ist die... nicht umkippen, ne, Elisa? Ja. Vorsichtig, da ist Brühe drin. Kriegst du das getragen, Johann? Oh Gott, das ist so viel. Oh mein Gott, oh mein Gott. Warte, ich mach zu. Du weißt, dass ich ein Freak bin, deshalb kann ich doch nicht so sein, wie ich bin. Ja, ich bin total aufgeregt wegen Essen. Oh, 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 Vorsicht, Elisa. Hier sind einfach zu viele Schuhe immer. Oh, ich freue mich auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Johann, kannst du einmal Gardinen zumachen? Dann blendet das uns hier nicht so. Ich muss jetzt alles aufbauen. Justus, erzähl, wie geht's denen? Haben sie irgendwas gesagt? Was gibt es für Kinder? Ja, los, Clara, pack aus. Wir müssen gucken, was alles drin ist. Okay. Was ist das? Ach so, für die Kinder stand da drauf. Ja. Oh Gott, die sind so süß. Okay. Ganz zeig meine Lieblingsnaschis. Die Schnecken mögen das. Das gibt's da übrigens auch im Buffet, so zum selber bedienen dann für die Kinder. Oh, lecker Naschis. Ja, okay. Lecker Naschis. Share one sec. Naschis. Naschis. Später. Naschis. Okay. Ich glaube, das ist eher so typisch Nancy, ne? So die Süßes. So, da muss ich jetzt nur Wasser reintun. Haben wir irgendwas gesagt, Justus? Wasser reintun. Einfach nur Wasser, ne? Und Salz. Was ist das denn? Oder ist schon Salz drin? Kann mal gucken, ne? Meistens ist das dann noch nicht so gut gesalzen. Mhm. Damit ich die Leute, die so ein bisschen aus. Weniger Salz essen können, nicht zu übersalzen. Das ist ja, lecker! Sojabohnen! Edamame ist das. Ich hab dir gesagt, die haben das. Das kannst du dort bestellen, das ist so lecker. Und die kochen das auch so, wie ich das gerne mag, nämlich, dass es so ein bisschen weicher ist. Ich mag das ja nicht, wenn das so knusprig ist. Ist das mein Lammfleisch? Doppelte Portion. Lammfleisch, alles gleich in Pott. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Das sind deine, das sind die Muscheln. Mich ein bisschen Muscheln! Nicht einmal so schrecklich. Oh mein Gott, das ist so lecker. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also das gibt es normalerweise auch im Buffet. Das heißt, das ist im Buffetpreis enthalten. Das ist nämlich mit Garnelen, Glasnudeln und dann ist das eine super leckere Soße mit ganz viel Knoblauch. Also das muss man mögen, aber sehr, sehr lecker. Davon noch mehr.
Genau, noch eine Portion. Okay, das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir alles aufgestellt haben. Oh mein Gott. Guck es dir an. Wir haben hier eine Vielfalt von den leckersten Leckereien, die es auf der Welt gibt. Genau, Krebse haben wir auch. Das ist nur ein Drittel, wenn nicht noch weniger, von dem, was sie mir eingepackt haben jetzt für den Hot Pot. Das habe ich jetzt alles erstmal in den Kühlschrank getan, weil ich gar nicht so viel essen kann, weil ich bin die Einzige, die Hot Pot isst. Das wird jetzt erhitzt und jetzt kann man am Tisch alles, was roh ist, da rein tun und dann einfach kochen lassen. Dann ist das hier die Soße dazu. Meine geliebte Erdnusssoße. Ich liebe es, Erdnusssoße zu essen. Das, mal hier so. Das kann man ja mit Reis und Ente essen. Kann man auch, genau. Ich nehme immer nur die Erdnusssoße. Die tue ich mir in mein Schälchen. Wo ist mein Schälchen? Und noch einen Teller. Ich versuche mal das gleiche wie du zu machen. Was möchtest du haben? Okay. Also ich nehme einfach Erdnusssoße. Okay. Koriander, ganz wichtig. Ich liebe ja Koriander. Okay. Da haben wir echt so viel Koriander mit eingepackt. Achso, und noch mit Frühlingszwiebeln und so alles dran. Das mische ich mir einfach in meine Soße rein. Das war's. Also mehr brauche ich nicht. Normalerweise am Buffet gibt es dann mehr Soßen, die man da reinmischen kann. Das kann man einfach als Schälchen benutzen, jetzt diese Schale. Und das ist so lecker. Das ist einfach, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber diese Glasnudeln und dann diese Garnelen drin. Ich mag diese Nudeln. Mhm. Ja, müssen wir auch essen. Das sind die Glasnudeln, ne? Oh, das ist so lecker. Sind sie scharf? Mhm, ist nicht scharf, Elisa. Sind Nudeln immer scharf bei dir, die Muschel scharf? Mhm. Gemüse. Also alles verschiedene, zum Beispiel das sind die Lotuswurzeln, die ich dir schon mal gezeigt habe. Dann gibt es solche Glasnudeln dazwischen. Kartoffeln kann man da reintun, Surimi kann man da reintun. Tofu, was habe ich hier noch? Lecker. Mein geliebtes Chinakohl ist natürlich mit dabei. Shrimps, Garnelen. Das sind so Fischbällchen. Die sind nochmal gefüllt, auch super lecker. Das hast du es nicht gezeigt. Du musst das zeigen, wie das geht. Justus hat schon direkt eine Bing-Ente verdrückt. Also dafür braucht man ja diese Fladen. Dann nimmt man sich ein, dann hat man die Soße. Achso, Johann zeigt hier gerade, sehr gut. Und dann nimmt man sich etwas vom Entenfleisch, dann tut man noch Gurken und diese Frühlingszwiebeln dazu. Einmal wrappen und dann kann man es direkt essen. Was habe ich mir noch bestellt? Achso, diesen Tofu-Salat habe ich mir bestellt. Das ist der Gurkensalat mit Glasnudeln. Den habe ich ja auch schon selber gemacht. Den habe ich dir auch schon mal gezeigt. Dann habe ich hier das auch noch mit bestellt. Das gibt es normalerweise auch ganz normal im Buffet. Das ist super scharf. Das sind Flusskrebse. Sehr, 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 sehr lecker, wenn man scharf mag. Okay, ich glaube, wir sind durch, ne? Das war's. Und das ist meine Brühe. Die kocht hier noch vor sich hin. Wenn sie anfängt zu sprudeln, kann ich meine Sachen reintun. Darf ich sagen, wenn sie brudelt? Ja, dann kannst du mir Bescheid sagen. Das ist jetzt der Glasnudelsalat. Nicht mit so vielen Gurken heute. Ein bisschen wenig Gurken, aber gut. Ja, dann. Also wenn sie Gläschen hoch, oder? Kommt gleich. Auch du mal, das kannst du da drauf lassen. Okay. Das musst du einfach nur ganz kurz warten. Ja? Das hat gut geschmeckt. Möchtest du noch einen? Ja, ich möchte noch einen, bitte. Also was jetzt erstmal reinkommt, ist Salz. Nicht so viel. Hast du noch ein bisschen halt. Und ich mache erstmal ganz viel Gemüse schon rein. So, und dann kann man alles reintun, was man möchte. Also ich liebe ja Lammfleisch dazu. Es gibt aber zum Beispiel auch Rindfleisch. Viele mögen nur Rindfleisch. Oder auch eben komplett Meeresfrüchte haben sie auch. Und das ist immer ganz dünn geschnitten. Also wirklich ganz dünne Scheiben sind das, dass man das eigentlich, wenn es kocht, einfach nur einmal so schwenken muss. Deshalb heißt das Shuiyang Rou. Also man muss einfach nur einmal so rein und dann ist es quasi schon fertig. Also davon mache ich jetzt ein bisschen was rein. Clara möchte auch, ne? Ja, und ich auch. Und Johann auch. Oh, lecker, Justus. Und dann mache ich noch meine geliebte Lotuswurzel mit rein. So viel du möchtest. Ich nehme jetzt auch eine Peking-Ente. Hey, nimm nichts vergessen, ne? Ich nehme nur 30 Stück. Ja, 30 Fladen haben wir bekommen. Bekommt man wirklich was auch fürs Geld? Ich habe mal alleine 26 geschickt. Ja, das Justus war noch stolz drauf. Ja. Der Rekord. Der Rekord, der ungebrochen ist. Justus hat gerade den Glasnudel-Gurkensalat gegessen. Oh, kann ich mal bitte was zu trinken haben? Kann ich bitte. Also die Kamera kann mir was zu trinken geben. Das ist auch schon fertig. Oh ja! Gurkengartentopf, der ist deutlich überlegen. Ne? Schneller, ne? Mhm. Als der Reiskocher. Mhm.
Hat mich auch schon ein paar ausgelacht, dass ich 45 Minuten brauche, um Reis zu kochen. Ja, das ist wirklich schräg. Weiß ich nicht. Warum das da. Das gibt ja auch eine Speed-Option, vielleicht müssen wir die mal ausprobieren. In die Soße dippen. Und das schmeckt dann richtig gut schon. Gut, mach ich gleich auch. Meine Tofu. So ein Stückchen drauf. Ich zeig auch noch mal kurz Edamame. Weil immer noch viele fragen, wie man die isst. Man nimmt die einfach und isst die Schale nicht. Aber man lutscht die gerne raus. Das mag ich auch nicht. Ich bin so voll. Kinder sind schon verschwunden, nur noch Justus und ich sitzen hier. Oh, das war so lecker, aber... Es ist immer noch lecker. Ja, es ist immer noch lecker, aber es ist so viel. Ich versuche noch die ganze Zeit zu essen. Kommt alles in den Kühlschrank. Hast du denn überhaupt erzählt, wie du dazu gekommen bist jetzt? Wie dazu gekommen? Dass du jeden zweiten Tag gehst du auf die Webseite von dieser... Von dem Restaurant. Und guckst, ob es denen noch gut geht. Ja, mir ist das wichtig, dass es denen gut geht, wirklich. Also nochmal an meine Community, an unsere Community. Falls du Hunger hast auf chinesisches Essen, die Adresse schreibe ich dir mal in die Infobox rein, dann kannst du dir das angucken. Also sie haben da auch eine Speisekarte, aber sie haben auch eine extra Speisekarte auf Chinesisch. Die ist aber wohl offensichtlich geheim. Ich habe sie nämlich nur per WhatsApp bekommen. Ich habe auch schon erzählt, dass wir unseren Kindern ein Haus gekauft haben. Also Justus hat es gekauft, gar nicht ich. Das wusste Nancy. Hast du heimlich gekauft? Das wusste Nancy gar nicht. Justus war im Baumarkt unterwegs, hat das da wahrscheinlich gesehen? Naja, aber ich habe ja ganz viel vorbereitet. Alles, was wir da oben hingebaut haben mit den ganzen Bäumen und so weiter, ist nur dafür da, dass das nachher so ein Gang wird. Das wird noch richtig zuwachsen. Dann haben sie ein zugewachsenes kleines Häuschen, das wird richtig schick aussehen. Warum machst du das für die Kinder? Ich finde das so süß, dass er einfach sowas besorgt für die Kinder. So ein Plastikhäuschen. Aber er spielt ja super viel mit der Elisa, so Vater, Mutter, Kind gedöns. Und dass wir uns gedacht haben, oder dass ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt machen wir ein Häuschen, und zwar nochmal ein richtiges Häuschen. Wo sie auch so fast dran stehen können. Genau, wo sie fast dran stehen können, und da können sie auch nachher drin schlafen. Ich verabschiede mich für heute. Ich bin so glücklich und voll gefuttert. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!